Willst du ein bisschen fürs Gehirn? Irgendeinen mache ich noch betrunken. Was ist das? Das erinnert mich an... Ja? Nein, da läutet keine Glocke. Es erinnert mich an rein gar nichts. Was kann man mit diesem blöden Alkohol machen? Okay. Hier oben übrigens habe ich noch Knallfrösche, da will ich auch noch ran. Es gibt hier aber auch keine Werkstatt. So, kann ich nochmal mit dir schnacken? Du wirkst so angespannt. Mm. Ist irgendwas? Lilly hätte gerne von ihren Sorgen erzählt, aber sie wollte Edna nicht verraten. Falls was ist, ich bin immer für dich da. Ich mache mir Sorgen um dich, weißt du? Du, ich hab'n Sprengzünder. Behalte deine Sachen lieber für dich. Wie ich dich kenne, hast du sicher hart dafür gearbeitet. Ja. Ich habe eine Fliegerbombe ausgebuddelt, habe die geknackt und habe jetzt einen Sprengzünder in der Tasche. Aber das sind keine Sorgen. Okay, was haben wir denn noch? Wir gehen jetzt nochmal in die Kantine. Die Oma sitzt da. Hätte ich da Alkohol reingetan, weißt du? Okay. Mit Doris will ich nicht reden. Ich muss irgendwie... Irgendwo. Brauche ich noch drei Gegenstände? Drei Gegenstände. Um herauszufinden, welche Bodenplatte in der Kapelle aufgehämmert werden muss? Von dem Alten. Ich krieg nicht mehr. Ich brauche. Oben in den Schlafzimmern. Nein, das war zu weit. Entschuldigung. Ich komme ja hier nur in mein Schlafbereich, ne? Ja. Haupthalle, da sind die blöden Mädels. Kann ich mit dir nochmal reden? Und? Kommst du voran? Bevor du was sagst, mir ist da noch was eingefallen. Ich glaube, dass Garrett ein Geheimversteck in der Kapelle hat. Ja, so eine Art Abhöreinrichtung im Beichtstuhl. Damit dürfte endgültig bewiesen sein, dass er ein Spion der Oberin ist. Die Frage ist nur, ob wir dieses Wissen irgendwie gegen ihn verwenden können. Aha. Lilly hatte tatsächlich eine Idee. Sie würde Garrett in seinem Geheimraum einsperren. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Warte! Ich weiß. Wie wär's, wenn wir Garrett in seinen Abhörraum einsperren? Du tust einfach so, als würdest du beichten wollen und wenn er dann sein Versteck betritt, zack, unsere Falle schnappt zu. Ach, sei doch nicht traurig, Lilly. Nächstes Mal hast du bestimmt auch eine gute Idee. Aber jetzt ran ans Werk. Es war mein Plan, also musst du dich jetzt um die Umsetzung kümmern. Gar keine schlechte Idee, das so zu verkaufen. Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. Okay. Dr. Marcel. Nicht so laut! Dr. Marcel hat seine Ohren überall. Wenn du genau hinhörst, kannst du sogar den Wind in seinen Ohrhaaren hören. Mit dem Typ ist nicht zu spaßen. Du kennst die Gerüchte, ja? Also nimm dich vor ihm in Acht. Er ist böse. Böse! Das fällt mir auch früh auf, dass ich meine Kamera mal auf die andere Seite hätte setzen müssen. Moment. Was ist das? Hörst du auch diese Geräusche? Du, ich glaube, da bohrt jemand in der Kapelle. Das ist bestimmt wieder Frank, der nach Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung sucht. Verdammt, das könnte unseren ganzen Plan ruinieren. Wenn Garrett dich nicht belauschen kann, können wir ihn auch nicht einsperren. Du musst dir etwas überlegen, um Frank zu vertreiben. Hast du zufällig die Bauanleitung für meine Zeitmaschine gefunden? Die war eh nicht ausgereift. Wie groß ist die Mikrowelle der Schulkantine? Vergiss es, das reicht niemals. Und meine anderen Ideen sind alle etwas komplizierter. Dafür fehlt uns die Zeit. Das Einfachste wäre wohl, ihm einfach bei seiner Suche zu helfen. Wenn Frank gefunden hat, was er sucht, wird er ja wohl hoffentlich mit dem Bohren aufhören. Herr Richnack, ich hoffe, es geht dir schön und... geht dir gut und schön, dass du vorbeischaust. Ah, das Gesabbel hier macht mich... Edna ist gar nicht so schlecht. Edna ist gar nicht so schlecht. Ich habe nur meinen Namen gehört und dachte mir, was? Ich bin Doktor? Okay. Hast du eigentlich heimlich gespoilert? Wollte ich nur mal wissen.
Ich habe mich nämlich jetzt dazu entschieden, am Samstag Subnautica weiterzumachen, weil ich will selber wissen, was da ist. Es geht mir schön und das Leben ist gut. Das freut mich. Ah, manchmal ist die deutsche Sprache nicht so einfach. Okay. Okay, ich brauche irgendwie noch so drei Elemente, die sich irgendwie ähneln von... Ich kann ja auch nichts mitnehmen. Gar nicht gespoilert. Na? Ich glaube irgendwie dir nicht. Ich will nämlich... Ich werde Samstag spielen, ganz ehrlich. Black Desert verschiebe ich dann nochmal. Weil... Oh. Es hat mich echt nochmal beschäftigt, was da jetzt... Aber ich konnte ja nicht gucken. Okay. Ich habe ja auch noch den Ballon. Habe ich irgendwas, womit ich den Ballon runterholen kann? Nein. Kann ich den mit dem Murmeln irgendwie runterholen? Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Oh, Manu. Okay. Ich bin am Überlegen, was gibt es denn noch draußen? Draußen gibt es auch nichts mehr. Selber ein bisschen gespielt, aber noch lange nicht so weit. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Dann machen wir das am Samstag zusammen. Und schauen, welche Aliens da in Subnautica den Planeten übernommen haben. Aber wir haben jetzt hier ein Problem. Wir brauchen die dritte Emotion. Die dritte Emotion. Wer hat die planetare Verteidigungsanlage gebaut? Und zweitens, wofür wurde die gebaut? Also die zweite Frage wahrscheinlich, damit ich nicht vom Planeten runterkomme. Und die erste Frage, da bin ich nämlich auch gespannt. Aber die werden wir dann klären, wenn wir hoffentlich reinkommen. Ach so, Major Teebeutel, wir sind gerade bei einem anderen Spiel, ich weiß nicht. Aber so, ich habe aber trotzdem, jetzt bring ich hier sonst gleich alles. Wie gesagt, das andere klären wir Samstag. Oh, kann ich... Oh, der will kein Alkohol. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Oh. Ich will mein Rezept. Sag mal, blickst du es noch? Wenn du das Rezept willst, dann müsstest du es dir schon holen. War mir klar. Du bist einfach nicht tough genug für einen Strolch wie mich. Ich habe gerade Ideen in meinem Kopf mit dem Sprengzünder, die ich nicht aussprechen möchte, weil sie einfach nicht in Ordnung sind, aber... Also, wenn du mich beeindrucken willst, dann musst du schon mehr auf dem Kasten haben. Du traust dich ja noch nicht einmal auf Spatzen zu schießen. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Will er, Sir, das habe ich nämlich auch gedacht. Aber der will nicht den Sprengzünder. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Das verstehe ich nicht. Wer will keinen Sprengzünder? Er ist so Bad Boy, ja. Und ich habe einen Sprengzünder. Ich würde ihm ja den geben gegen ein Rezept. Und er will den nicht haben. Kein Interesse. Was könnte man für tolle Dinger damit anfangen? Aber, okay. Willst du den Alkohol? Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Wie kann ein Bad Boy zu cool dafür sein, ey? Und diese, es sieht aus wie eine Kartoffel. Es erinnert mich auch an diesen Mr. Kartoffel oder wie auch immer der hieß. Der diesen alten, den anderen Typen von Anfang an da anmalt? Warum? In rosa. Oh Mann, ich gehe jetzt nochmal runter. Ich gehe jetzt nochmal in den Keller. Hier kann ich nichts mehr. Okay, die Pumpe ist inaktiv. Am Wasserhahn kann ich auch nichts mehr machen. Ich gehe jetzt nochmal da runter. Das kann ich auch nicht mitnehmen.
So. Machen wir die Ofentür wieder auf. Willst du ein was bisschen... Was ist das? Mama, was hast du da? Ach, weißt du was? Eigentlich will ich es gar nicht wissen. Bleib mir einfach damit vom Leibe, ja? Weil irgendwie müssen wir doch den Jungen auch hier rauskriegen. Wir sind verdammt! Verdammt! Apokalypse Now! La, 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 la. Der Untergang ist nah! Herr Richnack, ist in Ordnung. Falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich dir einen schönen Tag und falls doch, dann bis später. Ich muss ja auch den Ofen anheizen. Das sagte ja Doris. Doris wollte von uns, wir sollten den Ofen noch anheizen. Im Auftrag der Oberin müssen wir noch Lumpi, die Katzen, füttern. Will er die Bombe? Ich glaube nicht. Willst du die Bombe? Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Was ist das? Was hast du da? Andererseits wollte Lilly ihn noch gar nicht loswerden. Das war der perfekte Ort, okay. Um den Sprengkopf loszuwerden. Andererseits also. Wollte Lilly ihn noch gar nicht loswerden. Ja. Also das heißt, der Sprengsatz kommt in den Ofen. Das Problem ist wahrscheinlich, solange Memphis da drin ist, macht sie es nicht. Wie kriegen wir jetzt Memphis da raus? Oh. Memphis, was mache ich mit dir? Willst du Memphis... Oh, Murmeln? Die Murmeln. Was mache ich mit dem... Oh Gott. Lilly wusste nichts mit diesen fabrikneuen Murmeln anzufangen. Vorher hatte sie immer mit abgeschnittenen Puppenköpfen gemurmelt. Die hatten wenigstens zurückgemurmelt. Willst du was Murmeln? Ist das? Murmeln. Was hast du da? Ach, weißt Murmeln. Du was? Eigentlich will ich es gar nicht wissen. Bleib mir einfach damit vom Leibe, ja? Oh, shit. Wow, ho, ho. Okay. Wir müssen... Ich glaube echt, dieser alte Kreis ist unsere Lösung. Oh Gott, warum spiele ich immer solche Spiele? Warum machen die so viel Spaß, obwohl man immer am Verzweifeln ist? Im Hintergarten kann ich ja auch nichts mehr machen. Oder? Gehst du mal bitte weiter, danke. Edna hatte hier offenbar eine Widmung hinterlassen. Lilly war gerührt. Edna war Lillys beste Freundin. Sehr schön. Mach doch, kannst du hier noch? Hä? Wieder da? Herr Richnack, was? Das ging aber flott. Das war ja schnell erledigt. Ich hätte ja auch eine kleine Pause machen können. Was können wir denn da reinlegen? Lilly hatte mittlerweile viele kleine Schätze gesammelt. Aber kein Schatz war so wertvoll wie ihre Freundschaft zu Edna. Natürlich, okay. Dann machen wir den Deckel wieder zu. Der Baum. Den Baum haben wir schon. Komposton haben wir. Moment mal, warum? Ich muss mal einmal ganz kurz. Entschuldigung, einmal. Ich weiß, ihr habt gerade keinen Sound. So. Irgendwie habe ich es gerade aus Versehen hingekriegt, mein Chat hoch zu scrollen. Keine Ahnung wie. So. Okay. Was haben. Ich habe keine Ahnung. Huch. Ach ja, klar, ich habe ja Leertaste noch, aber da kann ich ja nichts machen, da ist ja nichts drin. Schade. Der Wasserhahn war leer. Obwohl ich diese Aussage immer noch nicht verstehe. Wie kann ein Wasserhahn leer sein? Okay, was haben wir? Wir haben... Sean will einfach nichts. Ich habe ihn schon versucht, mit dem Brett eins über die Rübe zu hauen, ihm K.O. zu schlagen und ihm irgendwie
das Rezept abzuknöpfen. Was haben wir drin noch vor? Ich gehe jetzt zu Birgit. Ich gehe jetzt nochmal zu Birgit hoch. Vielleicht eine Puppe. Die ist immer noch am Ackern. Okay. Was ist, wenn ich mit der Oberin noch mal rede? Weil die ist ja jetzt mittlerweile ein bisschen Hupsala. Die ist ja ein bisschen sauer auf Birgit jetzt. Oder? Geh mal weiter. Vielleicht? Lass mich allein! Ich bin durch mit euch Kindern! Mist. Die Oberin trank einen Beruhigungstee. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Ja. Mit Alkohol? Doris? Lilly mochte Doris und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Was starrst du mich so an, du kleine Mistgürre? Sie hatte zwar eine raue Schale, dafür aber einen weichen Kern. Wenn du weiter so starrst, dreh ich dir eigenhändig den Hals um! Immerhin mochte sie Kinder. Oh, ich hasse euch Kinder! Ich wünschte, ihr würdet alle an Pocken sterben! Neben Edna war Doris Lillys beste Freundin. Okay. Okay. Sehr, sehr enge Freunde. Die immer Klartext reden, das muss man auch sagen. Das ist wichtig in einer Freundschaft, immer Klartext zu reden. Du schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Diese Essen für die Katze. Also so langsam wirst du mir lästig, Kind. Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Und solange der Ofen im Keller aus ist und ich mein Messer nicht zurückhabe, bleibt die Küche kalt. Du hast ja also nichts verloren. Es sei denn, du hast das Rezept der Oberin dabei. Nein. Ofen läuft nicht. Gib dir keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Okay, Doris, dann lass es. Ich werde weitergehen. Wow. Okay. Okay, oh Gott. Hab ich irgendwas in der... Definitiv eine schöne, sanfte Stimme. So, das ist die Abhörkammer, aber irgendwie... Ja. Das Kreuz. Hier geht's auch nicht weiter. Wenn ich in den Beistuhl gehe... Verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Das Kreuz wackelte lustig hin und her, als würde es tanzen. Lilly überlegte kurz, ob sie Frank darauf aufmerksam machen sollte. Aber er war gerade damit beschäftigt, irgendeine Verankerung zu zerbohren. Ich gehe mal kurz hier wieder raus. Das gibt einen Tinnitus. Mann. Wir kommen so nicht weiter. Ja, und die schöne, sanfte Stimme von Doris, die ist schon... Ich muss an diese Pfadfindertruhe ran. Das Gnott gnädig mit ihm ist, wenn er fertig ist. Ja. Ich meine, Lilly hat ja schon am Anfang die Frage gestellt, Mensch, das Kreuz ist so, na, also nicht sicher, warum man es nicht einfach umdreht, dann könnte es stabiler stehen. Auch nicht schlecht. Die Sache ist, ich will an diese Truhe. Wir brauchen diesen Pfadfinderzeug,
Orden. Und Pfadfinderorden hat nur Birgit. Birgit ist gerade am Heulen und am Stricken oder Häkeln, Nähen, wie auch immer man das nennt.